Geschätzte Prüfensichter, wir Publikum haben uns sehr geschlossen. Mehr Punkte am heutigen Tag, Wahl zu einem Juniorchampion. Absolut fantastische Endstufe hier im Ring. Hier mit sehr guten Leuten bin ich der Meinung, ist mir sehr wichtig, dass ich mich von einem Stadtsüter, der oben ist, aber auch sicher ein Leuter, wo man kann sehen kann, dass die anderen aus den Leuten kann ich produzieren. Und ich denke, dass eben da die Beispiele bis ganz hinten eine hervorragende Endstufe hier mit sehr, sehr guten Leuten. Ich werde dann immer gerne die Einzelheit kommentieren, wie die Aufgabe ist, aus diesen drei hier drei zu bestimmen. Wir werden das noch einmal machen. Wir werden zuerst an den Sieger kommen am heutigen Tag. Du gratulierst dann an den Reserve und dann der Mozio. Sieger am heutigen Tag ist für mich häufig schon am Tag. Sie ist sehr fein. Im ganzen Körper, und zwar auch in der Woche, aber im Strom sehr viel. Sie hat mir am heutigen Tag beste Rücken auf dem Platz von der ersten Woche. Ich ziehe sie vor, lange Rücken. Fällt mir eine Spule besser in der Verbindung vorne, eine Spule länger im Vorrücken. Und sie ist einfach feiner im Knochen, wie im ganzen Körper. Reserve vor der Drittrangierten zeigt für mich ebenfalls ein bisschen mehr Feinheiten, ein bisschen der ideale Sprung an den Linken als die auf dem dritten Rang. Jetzt werde ich meine Champion, meine Reserve und meine Mozio wählen. Ihr dürft mich dazu wesentlich unterstützen. Dankeschön. Und das hören wir natürlich ganz, ganz herzlich gratulieren. Wenn es am Sonntag juchzt in den Momenton, wo Kameraden ist, wieder etwas ganz Verrücktes passiert. Und das ist auch jetzt genau der Fall. Da geht nämlich bereits der erste Champion ins Doppelbuch, und zwar zum geringeren als zum Hochkampfpräsident Andreas Witter, wieder von Essen. Und natürlich hat auch Brian heute immer noch die Freizeit. Und das ist schon so, wenn man sich an so einen Titel freut, das ist ganz, ganz toll.